So, im Augenblick gibt es scheinbar keinen Tag, wo es nichts Neues von Juicy Fields gibt. Also erstmal herzlich willkommen und guten Morgen zu diesem weiteren Juicy Fields Update-Video auf dem Krypto-Westfale-Kanal. Und zwar gab es eine angeheftete Nachricht in der Telegram-Gruppe und wenn man danach ein bisschen sucht, kommt man hier auf diese Homepage abused@juicyfields.io. Ich verlinke euch die hier auch mal. Ich weiß nicht, wie seriös diese Homepage ist. Trotzdem schaut es euch an, wenn ihr Lust habt. Jedenfalls ist das Ganze, ja, wie gesagt, in dieser Juicy Fields Backup Telegram-Gruppe erschienen und ich möchte es einfach einmal kurz mit euch durchgehen. Also, und zwar die Nachricht, die hier steht, ist genau die gleiche, wie sie in der Telegram-Gruppe steht. Und zwar heißt es hier: Liebe E-Growers, wir, das Juicy Fields AG-Team, wenden uns an euch. Das heißt, hier geht es dezidiert um die AG, also nicht um die holländische BV oder um die schweizerische Firma, denke ich. Und zwar ist der Absender dieser Nachricht Birgit Elisabeth. Birgit Elisabeth ist der Vorname, ist Coach und Consultant. Wenn man auf die Juicy Fields Seite guckt, bei Contacts ist sie hier auch aufgeführt mit Namen und Telefonnummer. Und wenn man das dann nachverfolgt hier bei LinkedIn, kommt man tatsächlich auf eine LinkedIn-Seite von jemandem, wo das Profil passt. Auf dieser Seite wird Juicy Fields nirgendwo erwähnt. Kann natürlich sein, dass sie das jetzt rausgenommen hat. Weil es natürlich im Augenblick nicht unbedingt gute Publicity ist. Ja, jedenfalls passt ihr Profil im Prinzip schon dazu, was da gesagt wird. Und wenn man sich das Foto anschaut, scheint das auch die Dame zu sein, die hier in diesem Video ist. Also wenn man das Video abspielt, da wird genau dieser Text vorgelesen, der hier genannt wird. Also hier steht: Ich bin Birgit Elisabeth, ich bin Coach und Consultant. Seit Mitte Juni hat mich das Board der Juicy Fields AG beauftragt, als Consultant und CFO, also Chief Financial Officer, im Rahmen der Nachfrage der BaFin an die Juicy Fields Holding BV, also die niederländische Niederlassung, den Prozess zur Aufklärung und Beantwortung der Fragen zu unterstützen. Hierzu wurden die Inhaber und Betreiber der Plattform JuicyFields.io, also Paul Bergholz, Robert Leibach, Alex Weimer, Vassili Kadinsky, Alan Gansen und Erika Misela, mehrmals aufgefordert, Informationen zu liefern und die Regularien der BaFin zu berücksichtigen bzw. die Website abzuschalten, die mit der Juicy Holdings BV im Impressum geführt wurde. Also offensichtlich wurde wurde Birgit Elisabeth, Frau Neumann, hier als Consultant angestellt, um diese Anfrage der BaFin zu bearbeiten. Und laut einem Newsletter von Juicy Fields von Anfang Juli wurde tatsächlich ja auch ein Prospekt eingereicht. Ich glaube tatsächlich bei der Finanzregulierungsbehörde in Dänemark und nicht bei der BaFin. Ich weiß nicht, ob das ausreicht innerhalb der EU, wenn das in einem der Länder akzeptiert ist. Kann ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall sagt Juicy Fields, dass sie einen Prospekt eingereicht haben. Genau, und jetzt hier nächster Abschnitt: Instrumentalisierung und Missbrauch. Viele Igor werden bemerkt haben, dass seit Montag, dem 11. Juli, viele Personen, die bisher auf der Plattform genannt wurden, verschwunden sind und ihr euch nicht mehr einloggen könnt. Ja, haben wir alle gemerkt. Ebenso wurde statt der bisherigen Firma Juicy Holdings BV durch die Firma LC Meet und jetzt aktuell die Firma Juicy Fields AG ersetzt. Das ist jetzt die AG in der Schweiz, die da genannt wird. Habt ihr ja wahrscheinlich alle auf der Homepage gesehen. Seit Montag, den 11. Juli, wurde die Plattform JuicyFields.io mehrfach geändert und es wurde dort das Board der JuicyFields AG und ich namentlich mit persönlichen Daten bekannt gegeben. Dies ist ein Missbrauch und dient dazu, euch Igor zu täuschen. Also scheinbar ist Frau Neumann nicht damit einverstanden, dass sie hier auf der Plattform genannt wird. Und die anderen Herren hier vielleicht auch nicht unbedingt. Genau, es geht weiter hier. Es werden falsche Aussagen im Internet und auf der Plattform JuicyFields.io und über Social Media verbreitet. Wir, Robert Müller, Stefan Graf von Luxburg, Thomas Stieger, Birgit Elisabeth Neumann, haben niemals etwas mit der Plattform zu tun gehabt. Das sind also exakt die Damen und Herren, die hier jetzt genannt werden. Also hier gezeigt werden, außer Friedrich Graf von Luxburg. Der wird, glaube ich, nicht genannt hier, oder? Hier wird nur Stefan Graf von Luxburg genannt. Ah, hier geht es weiter, okay. Zwar geht es jetzt hier weiter. Seit mehr als 2 Monaten hat Juicy Fields AG versucht herauszufinden, ob die Plattform, auf die wir nie einen Zugriff hatten, rechtlich korrekt handelt. Die Juicy Holdings BV sollte lediglich für die Grower und Supportive als Organisationseinheit fungieren.
Und hier wird dann jetzt auch Friedrich Graf von Luxburg genannt, der offensichtlich nicht der Inhouse-Lawyer ist, also nicht der Hausanwalt. So, geht weiter. Jetzt hat sich herausgestellt, dass die Inhaber und Betreiber der Plattform JuicyFeels.io, wieder die genannten Namen, durch Urkundenfälschungen bei Banken Konten betrieben haben. Konkret hieß dies, dass die Konten für die Juicy Holdings BV im Namen eines zeichnungsberechtigten Dr. Robert Müller eröffnet worden sind. Ihr erinnert euch, Dr. Robert Müller ist hier genannt. Und wenn wir noch mal kurz eine Sekunde, wenn wir ins Impressum gehen, dann wird er auch hier noch mal ganz klar genannt. Wo waren wir? Konten gefälscht. Sowohl die Unterschrift, Telefonnummer wie auch die E-Mail-Adresse von Dr. Robert Müller wurden gefälscht und Dr. Robert Müller hatte zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf diese Beziehung, auf die Gelder der Plattform JuicyFeels.io bezahlt und ausbezahlt worden. Okay, also es geht darum, dass offensichtlich, zumindest wird hier das behauptet, dass der gute Herr Dr. Müller hier keinen Zugriff auf die Konten und die Plattform hatte und dass die Betreiber der Plattform, die hier genannt sind, diese Damen und Herren, dies gefälscht haben sollen. Das sind natürlich harte Vorwürfe, das ist starker Tobak. Was werden wir zur Aufklärung tun? Wir werden Strafanzeige stellen gegen die Inhaber und Betreiber der Plattform JuicyFeels.io, also diese Damen und Herren hier wieder, sowie gegen die uns bekannten I6 Payment Services Bank of Zypern. Die kennt ihr vielleicht, da wurden, von da aus gab es, glaube ich, die Payouts, wenn man Pflanzt, wenn man Cannabis verkauft hat auf der Plattform. Und die UAB Violent in Vilnius, Litauen. Das ist, glaube ich, die Bank, bei der man einzahlen konnte, musste, wenn man Pflanzen gekauft hat. Wir werden auch gegen falsche Meldungen und Veröffentlichung von persönlichen Daten im Internet mit Strafanzeige vorgehen. Und dann hier der Aufruf: E-Growers, meldet euch bei abuse@juicyfields.ag. Ja, hier wird also eine E-Mail-Adresse genannt, bei der man sich melden kann, wenn man bei Juicy Fields investiert hat. Wir wollen euch bei der Aufklärung unterstützen und mit aller Härte gegen die Inhaber und Betreiber und gegen die Banken vorgehen, um verbliebenen Gelder auf den Konten zu sichern und mögliche Schadensersatzforderungen zu begleiten. Die einzigen offiziellen Kanäle von unserer Seite sind die folgenden. Also die E-Mail-Adresse hier, diese Telegram-Gruppe. Das ist eine andere Telegram-Gruppe als diese sogenannte Juicy Fields-Update- oder Backup-Gruppe. Und hier noch ein Twitter-Kanal. Was jetzt davon wirklich von Juicy Fields stammt, was jetzt von diesen Leuten stammt, und wie die jetzt wirklich mit Juicy Fields verknüpft sind, finde ich super schwer zu sagen. Also die gute Frau Neumann, die hier genannt wird, hat ja offensichtlich für Juicy Fields gearbeitet. Das sagt sie ja hier als Consultant und CFO. Und CFO ist ja schon auch eine sehr wichtige Funktion in einem Unternehmen. Ist aber jetzt nicht damit einverstanden, dass sie auf der Homepage genannt wird. Wir hatten das ja hier bei den Kontakten. Genau hier. Sie ist also jetzt nicht damit einverstanden, dass sie hier genannt wird. Laut dieser Aussage hatte Dr. Müller offensichtlich ja auch eine Funktion in der Firma, aber wurde irgendwie übergangen von den Betreibern der Plattform. Boah, das ist alles ein bisschen sehr kompliziert und ein bisschen sehr verworren. Ich finde es super schwierig, zu sagen, wer jetzt hier lügt, wer jetzt was richtig gemacht hat, wer wen betrügt. Kompliziert. Und auch die ganze Verquickung mit AG und BV, also Holding und der eigentlichen Firma und wer für was zuständig ist, ist ein ziemlich kompliziertes Konglomerat geworden. Finde ich wahnsinnig schwierig zu beurteilen. Ich tue mich da jetzt echt schwer. Genau, sie gibt ja auch hier selber an, CFO of Juicy Fields AG. Wer jetzt die Kontrolle hat über die Telegram-Kanäle und über die Homepage, ist für mich auch unklar in diesem Augenblick. Ich kann es immer noch nicht beurteilen, was da los ist. Ist das ein Scam? Ist das einfach eine Firma in Schwierigkeiten? Haben die ein riesiges Organisationsproblem? Ist es von vornherein als Betrug angelegt oder hat sich zwischendurch irgendjemand oder mehrere Personen mit dem Geld abgesetzt? Keine Ahnung. Finde ich schwierig. Kann ich nicht beurteilen. Hier werden Möglichkeiten genannt, wie man sich melden kann. Wenn ihr das machen wollt, macht es. Ich werde es nicht machen. Ich werde weiter abwarten, aber natürlich muss jeder selber entscheiden, wie er da vorgehen möchte. Vielleicht werde ich einfach mal eine E-Mail hinschreiben und gucken, was für ein Statement wir bekommen. Das wäre vielleicht ganz interessant. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und hoffe immer noch, dass es irgendwie ein gutes Ende findet.
Ich freue mich auf euer Feedback und wir hören uns sicherlich bald zu Juicy Feels wieder. Bis dann. Ciao.